Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge an December. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal so eine kleine Folge zwischen den Folgen und ich versuche einfach mal, mich so ein bisschen mit den Runen zumindest auseinanderzusetzen. Schon mal. Wo ist die Truhe? Da. Dass wir vielleicht die Farben ändern, wenn ich da überhaupt die Gegenstände für habe. Ich mal gucken, was dafür überhaupt gedacht ist. Wann das Ding? Zusätzliche EP? Nein. Nein. Ein zufällig einen magischen, seltenen, legendären Gegenstand in einen normalen Gegenstand? Hä? Warum sollte ich das tun wollen? Verwandelt einen normalen oder magischen Gegenstand in einen magischen Gegenstand? Okay. Das weiß ich noch nicht, wofür das gut ist. Ändert zufällig die Position eines verknüpften Platzes. Ändert zufällig die Farbe eines verknüpften Platzes. Die Anzahl der verknüpften Plätze. Okay, das wären ja die Dinger, ne? Also das, das, das. Okay. Was haben wir denn hier noch? Wieder Auferstehungsrolle. Weiß ich nicht. So, wer ist jetzt? Das ist die Runen-Uschi. Runenverbesserung. Mache ich das überhaupt hier? Oder mache ich das im Inventar? Dafür muss ich die Runen aber wahrscheinlich erstmal rausnehmen. Fähigkeitsrune. Illusionsaxt. Kalte Rüstung. Eisbarriere kann ich. Versuche seit mit einer gewissen Chance eine Giftexplosion. Klingt aber gar nicht so verkehrt. Okay, was haben wir hier noch drin? Fähigkeitenrune. Frostdorn, Dolchwurf, Spalte, Stahl, glaube ich. Was haben wir hier? Hunger. GP bei jedem Angriffstreffer. Plus 15 Nahkampfschaden. Es kann nur ein Mehrfachschuss haben. Was macht die? Weiß ich nicht. Aber das finde ich nicht. Aber das ist nur Nahkampf. Schade. Schade. Ja, dann nehmen wir die mal. Auch wenn ich nicht genau weiß, was die machen. So. Unser Grünchen. Jetzt nehmen wir mal eben. Wie behalte ich jetzt im Kopf, wo was hin muss? Das ist natürlich auch schwierig, ne? Das ist natürlich auch schwierig. Wir nehmen die jetzt mal raus. Wir müssen ja mal irgendwie testen. So. Das. Ändert die Anzahl? Nee. Die Farbe? Nein. Nein, was ist jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Okay, hier geht's anscheinend nicht. Hier.
Ah, hier sind die Dinger, okay. Registrieren. Wenn ich die Platzfarbe. Wir gucken einfach mal. Okay, hat mir das jetzt irgendwie geholfen? Nein. Überhaupt nicht. Oder? Jetzt kann ich die nicht verschieben. Die nach da. Boah, ist das schwierig. Gift. Kann ich... Oh Leute, ich weiß wieder nicht, was die machen. Alles drei Grüne schlecht. Blau brauche ich nicht. Drei Rote sind auch schlecht. Das ist gut, denke ich. So, weil dann kann ich... Nee, kann ich nicht. Oh nein. Der hätte nach da gemusst. Oh Mann. Dann würde ich sagen... nicht die Platzfarbe. Ich brauche den grünen oben rechts. Das ist nicht oben rechts. Das ist auch nicht oben rechts. Wir haben nur noch eine Chance. Nein. Oh Gott. Dammit. Aber dann ist sie nicht mit der verknüpft, ne? Ich bräuchte
leuchtet da zweimal, also grün, grün, rot. Versuchen wir mal unser Glück. Nein. 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 Überhaupt nicht. Oh Gott. Das wird immer schlimmer. Komm schon. Bitte. Katastrophe. Oh, das ist ganz übel. Das ist ganz übel gelaufen, würde ich sagen. Shit. Was kann ich hier nochmal machen? Ja, der hat nur noch eine Farbe. Ja, das ist nicht so gut. Das war jetzt kein Erfolg, würde ich mal sagen. So, überhaupt nicht. Oh. Ja, ist, ich würde sagen, wie in Path of Exile, oder? Da haut man auch gerne mal die ganzen Dinger raus. Oh, jetzt. Das ist eine Katastrophe. Das hätte ich eigentlich gerne mit der Giftexplosion kombiniert. Das kriege ich mir jetzt gar nicht mehr hin. Also den Mehrfachschuss. Schnellschuss vielleicht damit. Uff. Weil so bringt mir da glaube ich jetzt gar nichts. Ne, das ist ja nur. Schlagschaden über Zeit. Ich glaube, die bringt mir gar nichts hier. Mach die mal raus. Kann ich irgendwie besser kombinieren? Es bringt mir nichts. Es wird, oh Gottes Willen, es ist noch schlimmer. Es wird immer schlimmer. Das ist nicht witzig. Das ist echt nicht witzig. Uff. Uff, uff. Die. Nein, ich muss ja da drauf. Die. Dahin. Die. Dahin. Die können wir mal an der Seite tun. Dann können wir die dahin zumindest machen. Aber das Gift habe ich jetzt mit gar nichts verbinden können. Ich könnte. Den da hin. Die werden aber nicht miteinander verbunden, warum?
Das verstehe ich nicht. Die wird mit gar nichts verbunden. Ja, hat ja anscheinend was gebracht. Die hier. Die bringt mir nichts. Okay. Was ist das jetzt? Achso. Der Flächenschuss. Ja, war jetzt nicht ganz so erfolgreich wie erhofft. Katastrophe. Um ehrlich zu sein. Tagesbelohnung. Dann lass uns mal eben was abholen. Und zack. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht. Habe ich das gesagt? Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Was ist denn hier Event? Alle 24 Stunden gratis. Nehmen wir das. Achso, das waren irgendwie Bonbons. Wer weiß, wir sind hier gut. Und hier kriegen wir eine Identifizierungsschriftrolle. Da kriegen wir wahrscheinlich wieder eine Kiste. Ne, wieder Auferstehungsrollen. Kann ich die auch schon haben? Ne. Schade. Was ist das überhaupt? Gildenmarkt, okay. Ob ich jetzt jemals einer Gilde beitrete, weiß ich nicht. Runenverbesserung ausfüllen. Okay, die können wir ja machen, ne? Machen wir das mal hier mit an. Ne, also erst das Zeug holen. Diese Kügelchen hier. Zack. Wir hauen heute alles raus. Achso, Max. Rechtsklick ist einfacher. Weiß ich auch noch nicht, was ich damit anfange. So, Pauline, Runenverbesserung. Welche Rune wollen wir denn verbessern? Ich würde sagen, ist völlig egal. Können wir hier das Feuerding mal verbessern? So. Sehe ich hier keine Veränderung? Hä? Oder? Erdelement? Habe ich jetzt das falsche Element? Kann das sein? Muss ich die nehmen, ne? Ich sehe jetzt aber nicht, was sich verändert. Verändert sich überhaupt was? Oh Mann, ey. Von der Truhe da oben kann man. Truhenverbesserungsmaterial für blaue Runen. Grüne Runen, rote Runen.
oder habe ich mit diesen anderen Dingern die Waffen verbessert? Was ist hier? Ich weiß es echt nicht mehr. So, jetzt. Ich sehe nicht, was ich hier verbessern könnte. Ah, jetzt sehe ich es, wenn ich sie registriere. Okay. Ja, mach mal. Problem. Ich weiß es halt einfach nicht. 1, 2, 3. Kosten weniger. So. Kann ich den verbessern? Angriffstempo geht hoch. Benötigte Stufe, das ist jetzt erstmal egal, ne? Oder hat man eben den Schaden pro Sekunde gepusht? Geschossschaden 15. Anzahl der Geschosse. Okay. Der ist auch nochmal hochgegangen, finde ich gut. Jetzt haben wir die erstmal alle auf Stufe 3. So, was kostet mich denn die nächste Stufe? Einfach mal. Feuerschein plus 3%. Bis 43. Ja, ich kann das jetzt einfach als nur mal ausprobieren. Stundenlang Guides lesen und mir angucken, aber wir lernen einfach mal. Kosten, die Mana-Kosten werden halt immer höher, ne? Aber wir machen noch mehr Schaden. So.
Den würde ich ganz gerne mal erhöhen. Und dann können wir gleich noch eine. Die sollte jetzt auch wieder Schaden pushen. Ja, ordentlich. Für alle drei. Ja, der Mehrfachschuss. Ich würde die, glaube ich, nochmal pushen. Damit ich die noch öfters bewegen kann. Bewegen, nutzen kann. Maximale Verwendung 2, 6. Machen wir. So. Jetzt sind wir voll gut. Bin ich mir sicher. Sparwert hat immer noch keine Ahnung, was er so tut. Element verwenden. Haben wir gerade. Schieben, Runen, Stufe 3, haben wir auch gemacht. Stufe 5. Sehr schön. Gib mir all die Belohnungen. 3 Minuten. Achso, da sind noch. Plus. Yeah. Allerheiligste Verstärkung verwendet. Oh Gott, oh Gott. Ja, Gegenstand identifizieren. Dann gib mir mal Gegenstände zum Identifizieren. Yeah. Was krieg ich hier? Ah, da. Tägliche Anmeldung, das habe ich hingekriegt. Einmal an Gilde spenden, ja, ich habe keine Gilde. 10 Elixiere verwenden, das passiert von ganz alleine. Eliten töten, auch. Ja, ich werde mir aber keinen Saisonpass kaufen, wenn der nur noch 13 Tage läuft. Ich weiß nicht mal, wie viele Stufen es hier gibt. Kann ich hier irgendwie rüber? Ah ja. Hallo? 25 Stufen. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob sich das alles... ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, erstmal gucken, wie weit wir hier überhaupt spielen. 1 Minute 30, dann kriegen wir hier noch... Aus Spielinhalten erhaltene Währung kann ab Akt 2 gegen Objekte aus dem Edelsteinladen eingetauscht werden. Okay. Ist bestimmt wichtig. Will ich haben. So, dann nehmen wir die beiden weg. Die Rückkehrrollen, die wir immer noch nicht wissen, wie wir sie benutzen. Was macht die denn hier? 5% maximal. Chance auf Gegenstand. Okay. Aber lange anhalten. Aber könnte sich vielleicht lohnen zu benutzen. Haltrand klein, Haltrand gering. So, ist die Zeit abgelaufen? Kriegen wir unsere Belohnung? Yay! Dann tun wir die auch noch eine Kiste. Kann man gar nicht in die Kiste tun? Was ist das denn hier?
ist ja schön. Frost Wasteland is about a location not fit for flowers to bloom. But one day, one of our scouts reported about observing a strange occurrence. According to the report, the empty hills are now filled with lilacs and that Paxo was caring for them. But when we visited the hill again, there were no signs of any lilacs. However, we did find seeds, which led us to believe that the scout's report could have been true. Perhaps the dimps that settled down here in the past lived on while taking care of the lilacs. From Wheeler. Rückkehrrolle. Einfach die Null drücken. Oh Mann, ey. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Hat jetzt wie lange gedauert? 10 Folgen, bis ich das gesehen habe? Opa. Okay, dann lass uns noch die Quest annehmen. Oder auch nicht. Das ist gar keine Quest. Der Wegpunkt. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge starten wir dann jetzt nach unseren ersten Crafting-Abenteuern voll durch. The Afros Wasteland is a barren location not fit for flowers to bloom. But one day, one of our scouts reported about observing a strange occurrence. According to the report, the empty hills are now filled with lilacs and that Paxo was caring for them. But when we visited the hill again, there were no signs of any lilacs. However, we did find seeds, which led us to believe that the scout's report could have been true. Perhaps the dimps that settled down here in the past lived on while... When you handed over the flower seeds from Paxo, Mallow Front's administrator Willen told you about something like a mirage that a patrol had seen in the past. Now that you think about it, you might have smelled something strange when you entered the Cave of Echoes where Paxo was. Just like Willen wrote in the letter, Paxo and the dimps might have been the race that lived in the wasteland growing lilacs. Schön, die haben also Flieder gezüchtet. Ja, okay. Wir merken uns diese Information mal. Die wird bestimmt noch wichtig. Genauso wie wir auch nie den Namen des Huhnjägers vergessen. Dort unten in der Höhle. Na, wer weiß. Das war irgendwas mit E. So viel weiß ich doch. Aber mehr weiß ich nicht. Okay, Leute. Ich beende jetzt erstmal hier. Muss ich noch ein bisschen was in Real Life machen. Und dann geht es für mich später sicherlich noch ein bisschen weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.